Kettensägen. Das sind grobe Werkzeuge zur Holzverarbeitung. Sigurd Bratzl zeigt, dass man mit ihnen auch Kunst schaffen kann. In seiner Werkstatt in Münchweiler werden aus plumpen Holzstämmen kunstvolle Figuren. Sein Geld verdient Sigurd Bratzl als Forstwirtschaftsmeister. Vor 15 Jahren inspirierte ihn eine Sendung im zur Kettensägenkunst. Und Bratzl hatte sein neues Hobby gefunden. Ja klar, ich hatte Möglichkeiten dann, weil ich hatte das, die Motorsäge waren da, ja, Holz war auch da, einfach angefangen. Damals war ich noch Forstwirt und dann habe ich nach der Mittagspause, nach Feierabend abends, habe ich gedacht, jetzt nimmst du einfach so einen Baumstumpf und fängst einfach mal an zu sägen. Audiodidaktisch näherte sich Sigurd Bratzl seinem neu entdeckten Hobby. Doch die ersten Erfolgserlebnisse ließen auf sich warten. Ja, das hat bestimmt ein Jahr, zwei gedauert. Immer wieder geübt, dann wieder geübt. Angefangen hat die ganze Sache damals mit Pilze und da war ich stolz ohne Ende. Ich habe einen Pilz gesägt, ne? Und dann hat man sich das erste Mal an der Eule rangetraut und irgendwann denkt, hey, das sieht ja nach Eule aus. Und so kam das. Mittlerweile sehen Sigurd Bratzls Figuren immer nach dem aus, was sie sind. Doch der Weg dahin ist ein beachtliches Stück Arbeit. Und wie bei allen künstlerischen Prozessen, nicht immer von Erfolg gekrönt. Das Wichtigste an einer Figur ist das Studium. Ja? Dass man sich zum Beispiel jetzt bei einem Bär, der soll ja aussehen wie ein Bär. Ja? Dann sägt man sich rein, irgendwann denkt man, der sieht gar nicht aus wie ein Bär. Als Beispiel. Da muss man halt so lange dranbleiben, entweder wird es noch was oder man sägt es kaputt und schmeißt es weg. Passiert auch. Ne? Auch Misserfolge gehören zu den Erfahrungen dazu. Wie jeder Maler, dem ein Bild daneben geht, muss auch Sigurd Bratzl eine verunglückte Figur manchmal zu Brennholz verarbeiten. Doch das ist Gott sei Dank nicht häufig der Fall. Und gerade dann packt ihn der Ehrgeiz und er stellt sich von Neuem der Herausforderung. Es macht einmal Spaß, für mich die Anerkennung. Ja? Wenn jemand jetzt eine Figur bestellt, sag jetzt mal ein Bär, ein großer. Ja? Der holt den bei mir ab, stellt den zu Hause auf und der steht unter Umständen 40, 50 Jahre bei dem zu Hause. Kann sein, dass ich irgendwann meinen Urlaub in die Ecke komme, fahre dort vorbei und denke, ah, das ist eine Skulptur von mir. Das gibt mir auch den Anreiz. Tiere, Menschen und Gegenstände entstehen aus groben Furniereichen. Doch auch die Holzsorte kann der Kunde bestimmen. Was der Käufer wünscht, setzt Bratzl um. Wirklich alles? Also mittlerweile gibt es keine Begrenzung mehr in der Palette, was gesägt werden kann. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte gern meine Frau gesägt, ne? Dann säge ich die raus als Beispiel. Wenn sie zu schwierig ist, mit dem Gesicht oder so, dann hole ich mir Hilfe dazu. Und Hilfe bekommt er dann von Freund und Lehrmeister Ricardo Viakis. Mit ihm schnitzte er einen Benediktinermönch für ein Kloster im französischen Altdorf. Sigurd Bratzls Figuren stehen mittlerweile überall. Und auch seine Vielfältigkeit ist beeindruckend. Man könnte meinen, Sigurd Bratzl hat schon nahezu alles gesägt. Da stellt sich die Frage, was für ihn die Palette seiner Kunstwerke endgültig vervollständigen würde. So ein richtiges Ziel, was ich mal sägen möchte, habe ich eigentlich nicht. Ich möchte immer weiterkommen irgendwie. Ne? Ich bin auch fast nie mit meiner Sache zufrieden, die ich säge. Das ist wahr. Also immer Kritik ohne Ende drin. Das sagt meine Frau als zu Hause, Mensch, die ist doch klasse. Und da sage ich, ja, die ist klasse, das ist falsch, das ist falsch, das könnte man besser machen. Ich bin also eigentlich mit meiner Sache nie zufrieden. Ja? Und das ist auch vielleicht der Ansporn, um immer weiterzugehen. Man hat ja auch nie ausgelernt. Der Hobbymaler hat es einfach. Alles, was er braucht, findet er im gut sortierten Bastelladen. Dem Kettensägenschnitzer geht es da etwas anders. Mit seinem Werkzeug ist es deutlich schwieriger und der Umgang erfordert viel mehr Vorsicht. Um das zu erlernen, braucht man Grundkenntnisse im Umgang mit der Motorsäge. Das ist ganz wichtig. Ich lasse keinen. Ich habe auch ein, zwei Mal schon Kurse gegeben. Die mache ich aber nur, wenn jemand vorher schon zumindest einen Motorsägenkurs hat. Den kann man hier bei allen Forstämtern in der Gegend machen. Das ist kein Thema. Dazu braucht man Schnittschutzhose, Schnittschutzschuhe, ja, Handschuhe, Brille, Gehörschutz. Damit man zumindest mal den halbwegs sicheren Umgang mit der Motorsäge hat. Es bringt nichts, wenn jemand zu mir kommt in den Lehrgang oder einen Kurs und ich vermittle dem, muss dem erstmal vermitteln, wie man überhaupt eine Säge startet.
oder wie man eine Kette spannt oder wie man eine Säge betankt. Ja, das muss der schon mitbringen. Das kann er aber im Vorfeld sich aneignen. Am besten hingehen, irgendwo ein bisschen Holz im Wald anweisen lassen, vorher den Kurs machen, ein bisschen dran rumschneiden, ein bisschen üben und dann zu mir kommen. Dann kann das jeder, dann kann das auch jeder lernen. Doch zwischen Brennholzsägen im Wald und dem Sägen von täuschend echten Figuren ist doch ein deutlicher Unterschied, wenn das Werkzeug auf den ersten Blick auch identisch sein mag. Alles sind alles handelsübliche Motorsägen, so wie jeder Selbstwerber, der in den Wald fährt, macht sein Brennholz. Also da ist nichts anders dran. Der einzige Unterschied ist, sind die Schienenspitze. Ja? Wenn man hier auf die Schienenspitze drauf guckt, die ist ja wie ein Schnitzeisen, so schmal vorne. Ne? Nicht mehr wie ein Fingerbreit. Mit der kommt man halt überall rein, kann Feinheiten sägen, Kurve sägen, kriegt man alles schön raus. Das war früher, wie ich vor 15 Jahren angefangen habe, nicht so. Ja? Da waren die Schienen vielleicht so breit oder ein bisschen schmäler noch, aber nicht viel. Ja? Und da stößt man irgendwann an seine Grenze. Ja? Wie soll ich bei einem menschlichen Gesicht irgendwo eine Augenhöhle rausholen, wenn ich so eine Schiene habe wie die? Das funktioniert nicht. Das funktioniert mit der Schiene, funktioniert sowas. Also haben die verschiedenen Schienen durchaus ihren Zweck. Zu Beginn einer Figur muss ausgeblockt werden. Das heißt, mit der größten Säge wird ganz grob die Figur geformt. Die großen Teile, die nicht dazugehören, werden einfach weggeschnitten. Je feiner die Arbeit wird, desto kleiner wird die Säge. Man braucht also auch eine gewisse Auswahl an Sägen. Das kann schon mal ins Geld gehen. Also ist eine teure Materie die Sägerei oder die Schnitzerei. So eine Schiene, wie wir sie hier jetzt haben, ist eine Standardschiene. Eine der kürzesten, die es gibt, die kostet schon 90 Euro. Nur die Schiene. Ja. Die Ketten, die da drauf sind, das sind besondere Carving-Ketten. Das sind 1/4-Zoll-Ketten, aber die sind im hinteren Bereich abgefeilt. Maschinell von einer Firma, die das macht. Warum macht man das? Das macht man aus dem Grund, wenn der Schneidezahn im vorderen Bereich ist. Jetzt hier dreht er rum und ab jetzt greift er ja ins Holz, was vor ihm ist. Ne? Und jetzt drückt er ja schon wieder weg und das Zahndach hinten wird jetzt, wenn der Zahn hinten nicht weggeschliffen wäre, wird die Schienenspitze wegdrücken vom Holz. Und das will man ja nicht. Früher war das so, war lästig, aber irgendwann kam ein pfiffiger Kerl auf die Idee, wir machen hinten einfach den Zahn kürzer und dann kommt vorne der Schneidezahn rum, ohne vom Zahndach weggedrückt zu werden. Bei diesem doch recht speziellen Material darf natürlich auch die Pflege nicht zu kurz kommen. Vor dem Schnitzen müssen die Sägen mit ausreichend Öl und Benzin befüllt werden. Außerdem müssen die Ketten regelmäßig nachgespannt und geschliffen werden, damit sie auch immer scharf sind. Denn eine stumpfe Säge birgt ein größeres Verletzungsrisiko. Abgesehen davon hat jeder Carver seine eigenen Ansprüche an die Sägen. Ja, eine Lieblingssäge, je leichter, je besser. Ja, wenn Sie den Klotz hier sehen, was der wiegt, ne, den nehme ich natürlich nicht so gern in die Hand. Ist ja klar, das geht ja auch auf die Gelenke. Je kleiner, je besser. Aber eine Lieblingssäge jetzt, die müssen alle gehen. Das letzte Großprojekt von Sigurd Pratzl war ein lebensgroßer Braunbär. Der Kunde war übers Internet auf Pratzls Kreativsäge gestoßen. Einen fast 3 Meter großen Bären mit der Motorsäge zu schnitzen, erfordert eine etwas aufwendigere Planung und Vorbereitung. Gut, ich suche mir den Stamm raus, was für Dimension ich brauche, dann stelle ich ihn auf. Ja. Dann als nächstes mache ich die Rinde runter, ja. Guck mir ihn an, was für Seite, ob er Fauläste hat, wie ich ihn drehe und so weiter und dann fange ich an. Doch Moment, wie kommt man jetzt vom Stamm zu den ersten Schnitten? Sigurd Pratzl kann nämlich überhaupt nicht zeichnen. Skizzen anfertigen fällt daher eher weg. Doch einfach aus dem Gedächtnis drauf lossägen klingt auch nicht sehr vielversprechend. Gut, ich habe Zeichnungen, Bilder. Ich habe meine Kinder zu Hause, habe ich die Bilderlexikons mitgenommen. Ne? Da guckst du so lange durch, bis du einen Bär gefunden hast, der dir gefällt. Und dann nimmst du den als Muster. Und dem Muster sieht er jetzt täuschend ähnlich. Er wird den ein oder anderen Wanderer im Allgäu erschrecken. Doch zuerst muss er seine Reise dorthin mal heil überstehen. Über eine Woche harte, körperliche Arbeit hat Sigurd Pratzl in diesen Bären investiert. Viel länger als bei kleineren Figuren. Trotzdem braucht er ab und an den Kick, ein solches Großprojekt zu wagen.
der Reiz ist, kriege ich das überhaupt hin? Ne? Also man, das klappt ja nicht immer. Manchmal versägt man sich auch und dann war die ganze Arbeit für die Katz. Weil dran säge kann man immer. Speed Carving kommt aus Amerika. Es bedeutet Kettensägen schnitzen auf Zeit. Vor 8 Jahren schwappte diese Kunstsportart über den großen Teich. Deutschland stellt mittlerweile die meisten Speedcarver europaweit. Sigurd Pratzel nimmt selbst an Speedcarving-Wettbewerben teil. Das Schnitzen auf Zeit stellt eine ganz andere Herausforderung dar als das normale Schnitzen. Denn die Figur muss trotz der knappen Zeit von maximal 1 Stunde 15 gut aussehen. Die Figuren werden direkt nach dem Wettbewerb ans Publikum versteigert. Wer den höchsten Preis für seine Skulpturen erzielt, ist der Sieger. Da muss der Carver natürlich Abstriche machen. Nur wo? Wenn ich mir hier die Zeit lasse und mache einen Greifvogel jetzt als Beispiel oder mache irgendwas in einer Kunstrichtung rein, da lasse ich mir mehr Zeit wie im Speedcarving. Speedcarving ist es wichtig, was kann ich weglassen, was den Betrachter oder den, der vor mir steht, erstens mal nicht auffällt, dass es dem nicht auffällt oder ihn nicht stört. Ja? Wenn ich hier einen Greifvogel zeige, einen Weißkopfseeadler oder irgendwas, dann mache ich den viel detaillierter. Wie in einer Stunde 15, ist ja ganz klar, ich muss ja irgendwas weglassen. Aber er muss immer noch nach Greifvogel aussehen zum Schluss. Dass der Betrachter vor mir denkt, mach. Und die Leute sind auch echt begeistert, die stehen vor dir und denken, hat er das jetzt in einer Stunde 15 rausgesägt? Ne? Und das ist eigentlich, und das macht Spaß ohne Ende. Das ist anstrengend, das ist, kann man fast mit Hochleistungssport vergleichen. Du hast am Anfang 8 Motorsägen stehen, die alle laufen. Irgendjemand gibt das Startsignal. Dann nimmst du, hast die erste Säge in der Hand und fängst an, ist die leer? Wird die nicht nachgetankt? Nehme ich und schmeiß die in die Ecke und nimm die nächste Säge und säg weiter. Du hast keine Zeit zum Tanken. Ist dann eine Stunde oder eine Stunde 15, wie lange das halt geht, das Speedcarving? Nur Power. Und da stimmt auch jeder Schnitt an. Die Figuren sind trainiert. Und damit man schnell und trotzdem präzise arbeiten kann, wurde eine spezielle Carving-Schiene entwickelt, womit der Carver völlig neue Möglichkeiten hat. Nahezu alles kann jetzt gesägt werden. Die Schnitzer haben jetzt vielleicht ähnliche Ausstattungen, doch trotzdem hat jeder seine eigenen Techniken und Stärken, wodurch jeder von jedem immer wieder lernen kann. Der meiste Fun-Faktor dabei ist eigentlich auch mit den anderen zu messen, die dabei sind. Ne? Das ist ja richtig, man kann das sich vorstellen, es gibt ja mittlerweile, was weiß ich, 200, 300 Säger in Deutschland. Von denen gibt es vielleicht 70, 80, die auch Speedcarving betreiben. Und von den 70, 80 gibt es wieder 10, die so in einer Liga drin sind. Und denen natürlich dann mit denen Kräfte messen. Und dann erschrickt man auch immer, dann guckt man jetzt mal rüber, was sägt der andere. Mann, ist der schon weit zum Beispiel. Was hat denn der jetzt schon gemacht in 10 Minuten? Ne? Und dann geht's weiter. Das ist auch mehr Spaß, das hat nichts mit Konkurrenzverhalten zu tun oder der darf jetzt nicht gewinnen, ich muss da gewinnen. Ja. Das macht Spaß. Na klar, ist schön, wenn man gewinnt, ist immer schön, ja. Wenn man auf dem Treppchen steht. Aber ich bin auch nicht böse, wenn ich nur auf dem zweiten oder dritten oder auf dem vierten Platz stehe. Mit einem vierten Platz muss sich Sigurd Pratzel eher selten zufrieden geben. Er schaffte es im letzten Jahr sogar zum deutschen Meister im Speedcarving. Doch der Titel ist nicht sein größter Verdienst. Er machte es überhaupt erst möglich, dass eine deutsche Meisterschaft stattfinden konnte. Dazu sogar noch in der Südwestpfalz, nämlich in Fischbach. Lange Jahre sprachen wir darüber, Mensch, wir werden doch in Deutschland auch mal eine Meisterschaft austragen können. Keiner wollte sie irgendwie machen, keiner hat dran getraut. Dann haben wir uns zu dritt zusammengesessen, wir machen das Ding jetzt einfach. Wir haben es zusammengesetzt, haben ein Regelwerk zusammen verfasst, einen kleinen Kreis. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie kriegen wir überhaupt eine deutsche Meisterschaft hin, damit die auch fair ist für alle, ja, in Deutschland. Dass einer nicht sagen kann, ich darf gar nicht dorthin, warum darf ich nicht kommen? Es gibt in Deutschland jedes Jahr so circa 10, 12 Treffe, die relativ groß sind, wo viele Carver hinkommen. Dann haben wir die ganzen Treffen angeschrieben. Habt ihr Lust, eine Speedcarving-Vorentscheidung mitzumachen? Das haben die uns zugesagt. Dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen 15 Leute zur deutschen Meisterschaft. Dann haben wir geguckt, wie groß sind die Treffe jeweils. Ein großes Treff ist im Erzgebirge, der nennt das Ding als Weltcup. Dann haben wir gesagt, du darfst 3 Leute entsenden, die 3 Besten. Das nächste Treffen, du darfst 2 Leute entsenden, weil weniger Teilnehmer und so weiter.
Und so kam er dann auf eine Zahl von 15, die wir auch wollten, weil größer macht keinen Spaß. Ja, und die 15 Besten aus den 12 Veranstaltungen, also das waren dann rund, wir haben es mal so grob überschlagen, von 200, 250 Sägern kamen die 15 Besten, kamen dann hierher letztes Jahr und haben um die deutsche Meisterschaft gesägt. Von diesen 15 ist er der Beste. Ob er seinen Titel in diesem Jahr verteidigen kann, wird sich zeigen. Übung hat Sigurd Bratzel jedenfalls genug. In seinem untypischen Atelier Kreativsäge ist er fast täglich am Werk und schnitzt für Kunden aus ganz Deutschland und darüber hinaus.